Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die Ehre, einen ganz großen aus der Zahnindustrie hier im Studio zu haben. Alle Zahnärzte, die schon hier waren, haben ihn immer wieder zitiert an der Quelle. Und die Quelle ist heute zu uns ins Studio gekommen, um eine ganz, ganz wichtige Botschaft an Sie hinauszutragen. Und es ist mir eine Ehre und ich bin voller Dankbarkeit. Lieber Dr. Johann Lechner, willkommen bei uns im Studio. Danke dir, Alexander. Ein Doktor genügt? Ja, ich habe es jetzt einfach für die Anmoderation mal gesagt. Genau. Und das war's. Jetzt bist du mein Hans. Ganz genau. Und ich freue mich mit dir über deine Errungenschaft, deine wichtige Sache, die du herausgefunden hast, die eigentlich in der Wissenschaft schon längst bekannt ist, aber nach wie vor die Zahnärzte noch sehr wenig beachten. Ja. Und diesen Punkt, den müssen wir diskutieren, weil die Wissenschaft bringt ja genau das, was da im Kiefer alles passiert, konsequent auch mit Krebs in Zusammenhang. Richtig. Gut, also da stelle ich mir schon die Frage, wo fängt eigentlich die Verantwortung eines Zahnarztes eigentlich an, wenn er eigentlich diese Abklärungen schon machen könnte? Ja. Ich darf gleich in das Thema reingehen. Bitte. Ja. Nämlich darf sagen, Ultraschall zum Beispiel, die Ultraschallanwendung in der Medizin ist ja also weitest bekannt. Klar. Also es gibt ja kein Baby mehr, das nicht mit Ultraschall intensiv fotografiert wird. Ultraschall in der Orthopädie ist weitest bekannt, weil die Orthopäden bei dem weit verbreiteten Krankheitsbild der Osteoporose, weil die da in den Knochen hineinschauen können. Also in die Knochenqualität, das beurteilen können. Knochendichte, ja, ist er gesund, ja, quasi, ist er fest genug, das mit Ultraschall wunderbar beurteilen kann. Ja. Und jetzt kommt die Frage, warum benutzen die Zahnärzte keinen Ultraschall, um die Qualität des Kieferknochens anschauen zu können? Also bisher ist ja immer das Röntgenbild mit Röntgenstrahlen, da schauen Sie sich doch auch an, was ist denn der Unterschied dann zwischen dem Röntgenstrahlen und dem Ultraschall? Naja, der Unterschied ist erstens einmal ein qualitativer. Das heißt, mit den normalen herkömmlichen Röntgenaufnahmen ist die Qualität des Kieferknochens nicht zu beurteilen. Mit dem Röntgenbild sehen wir natürlich so pathologische Erscheinungen wie Zysten, Granulome und so weiter. Das sieht man alles. Aber diese berüchtigten Knochenmarksdefekte sieht man nicht. Und du hast jetzt eben schön das Bild eingeblendet. Man sieht hier auf der linken Seite einen Längsschnitt durch so einen Kiefer. Und da sieht man schwarze Löcher drin. Ja. Und diese schwarzen Löcher nennt man Cavitations oder Kavitäten. Ja. Das heißt, die sollten eigentlich nicht da sein. Und darum nennen wir dieses Erscheinungsbild hier kavitätenbildende Osteonekrosen. Das heißt, der Knochen stirbt ein bisschen ab und bildet solche Löcher. Und das passiert bei uns in den Kiefer drin? Das sind in der Regel sind das schlecht ausgeheilte Extraktionswunden. Also Spritze rein, Zahn raus, ja, fertig. Oder schlecht ausgeheilte Weisheitszahnwunden. Wir haben alle Weisheitszahnprobleme, weil wir nicht mehr diese schöne Kieferentwicklung haben, darum müssen die raus. Und dann heilen diese Wunden nicht richtig aus. Oder wir haben das unter Wurzel gefüllten Zähnen. Ja, oder möglicherweise auch um Implantate herum. Und jetzt ist es wichtig zu sagen, was ist denn in diesen Löchern drin? Ist da Luft drin? Nein. In diesen Löchern ist genau, wie man es auf der anderen Hälfte des Bildes sieht, eine fettige Masse. Ja. Richtiges Körperfett. Das sieht gelb aus, das ist weich wie Fett. Ja. Und das Entscheidende ist eigentlich das, dass der arme Patient, der das hat, das direkt nicht spürt. Er spürt es eigentlich nur dann, und das sieht man wieder auf dem anderen Bild, wenn das nah am Nerv ist. Wenn das nah am Nerv ist, kann es zu einer Neuralgie führen, zu einem Gesichtsschmerz, zu einer Trigeminusneuralgie. Dann gibt es den wunderbaren englischen Begriff, den mein Freund Professor Bocot gebildet hat, NICO. Dann ist es eine neuralgie-induzierende, kavitätenbildende Osteonekrose, NICO. Ja, ah, jetzt weiß ich es. Okay, das Wort ist nämlich bekannt. Genau. Aber dieses Fett wird nur dann NICO genannt, wenn es Neuralgie induziert. Und jetzt haben wir noch andere Probleme. Nicht? Nämlich, jetzt sind wir bei der Eingangsfrage, wo ist die Verantwortung des Zahnarztes, ja, für die Gesundheit? Wo ist denn da das Problem, wenn das Loch mit dieser Fettmasse gefüllt wird? Gute Frage, denn das
Fett, wo es nicht hingehört, Entzündungen bildet, dass es Entzündungsbotenstoffe bildet, die Krebs erzeugen, die Diabetes erzeugen und so weiter, wissen wir von der inneren Medizin. Und das ist der Grund, warum wir nicht solche adipösen Fettbäuche mit uns rumtragen sollen. Mhm. Wir sollen uns vernünftig ernähren, wir sollen uns bewegen, dass dieses Fett sich nicht bildet. Mhm. Und dieses Fett hier, Entschuldigung. Kein Problem, Gesundheit. Danke. Und dieses Fett hier, ja, ist jetzt die Frage, bildet das auch Entzündungsbotenstoffe? Und? Macht es? Es bildet. Und zwar bin ich einfach mal auf die Idee gekommen, nachdem man ja dieses Bauchfett im Labor untersuchen kann, auf Entzündungsbotenstoffe, habe ich dieses Fett, das ich nun seit 40 Jahren aus dem Kiefer raushole, einfach einmal untersuchen lassen. Mhm. Im Labor. Und dann kam etwas ganz Übles raus, nämlich, dass ein bestimmter Entzündungsbotenstoff immer in diesen Fettproben drin ist. Und ich spreche mittlerweile von über 1000 solchen Proben, die wir alle dokumentiert haben mit diesem Entzündungsbotenstoff. Und dieser Botenstoff heißt Rantes. Wir können da jetzt ein bisschen weiterspringen. Da komme ich nochmal später drauf zurück. Da können wir auch weiterspringen. Aber hier sieht man wieder dieses Fett. Ja. Und die Mikroskopie zeigt auch diese was drin da, oder? Konfluierenden Fettzellen. Das ist ein Bild von meinem Freund Professor Bocot, der Oralpathologe an der größten amerikanischen Zahnklinik in Houston in Texas war, der also sich sehr damit beschäftigt hat. Und das ist jetzt das interessante Bild. Hier haben wir 128, man sieht es oben, N128, solche Fettklumpen untersuchen lassen. Ja. Auf 7 Entzündungsbotenstoffe. Das steht unten dort. Ja. Das ist jetzt alles ein bisschen Wissenschaft. Aber die blauen Balken sind die gesunden. Das ist der gesunde Wert im gesunden Knochen. Okay. Und gehen wir gleich rüber auf das Rantes, ganz rechts. Ja. Und da sehen wir im gesunden Knochen, da haben wir 19 gesunde Proben untersuchen lassen, haben wir ungefähr 150 Picogramm pro Milliliter. Und im Kranken, in diesen kranken, fettig degenerierten Anteilen, haben wir über 5000. Mhm. Das heißt, wir haben in diesen stummen Entzündungsarealen Fett im Kiefer drin liegend, passiert gar nichts, aber wir haben ständige Entzündungssignale über dieses Rantes. Jetzt verstehe ich es langsam. Ich mag mich erinnern, unser Arzt dazumals hat bei jedem Krebspatienten gesagt, er muss zum Zahnarzt, da muss alles untersucht werden auf Entzündungsherde, weil er immer diese Zusammenhänge zwischen Zähne und Organen gesehen hat. Richtig. Und hat immer gesagt, ich behandle erst einen Krebspatient, wenn da die Zähne wirklich in Ordnung sind. Richtig. Das ist ein Herd. Das war die alte Forderung. Ja. Ich bin ja seit 40 Jahren hier oder seit 45 Jahren in dieser Richtung drin. Mhm. Und meine Lehrmeister, ich habe auch gelernt von denen, hatten eben genau dieses Dogma. Mhm. Aber für dieses Dogma haben wir durch die moderne Medizin, durch die moderne Biologie jetzt endlich den Stoff. Warum soll das raus? Mhm. Und dieser Stoff heißt in erster Linie Rantes. Mhm. Jetzt noch für die Klassifizierung, ich meine, dieser Balken ist sehr hoch. Heißt das einfach, das ist jetzt ein hochentzündlicher? Der Begriff ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil es eigentlich keine klassische Entzündung ist. Mhm. Klassische Entzündung heißt Schmerz, Schwellung, Rötung. Ja. Dann rennt der Patient, wenn er das hätte, da drin, würde jeder Patient zum Zahnarzt gehen und würde sagen, du Doktor, mach mir bitte das raus, das tut weh. Aber hier habe ich wahrscheinlich keinen Nerv und deshalb keinen Schmerz, oder? Nein, der Nerv ist es nicht. Aber hier ist es eben, dass wir nur einen Entzündungsbotenstoff haben, aber keine Entzündungszellen. Also keine Lymphozyten und keine Leukozyten. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber wir haben hier Interleukin 6 und TNF-Alpha. Ja. Und wenn du auf diese Dinger gehst, sieht man, dass wir von Interleukin 6 und von TNF-Alpha, das sind auch Entzündungsbotenstoffe, ja, dass wir da im gesunden Kieferknochen, das ist jetzt zum Beispiel das blaue, der blaue Balken bei Interleukin 6, haben wir 101. Ja. Und in unserem Kranken haben wir nur 5,5. Mhm. Das heißt, wir haben von diesem Entzündungsbotenstoff zu wenig. Im Gesunden 20 Mal so viel wie im Kranken. Ja. Und vom TNF-Alpha auch. Mhm.
Und jetzt kommt die Erklärung. TNF-Alpha und Interleukin 6 sind die Zünder des Entzündungssystems. Und genau die Zünder fehlen hier. Mhm. Das heißt, du hast in deinem Kiefer das Dynamit, aber keiner zündet die Zündschnur an. Mhm. Drum geht das nicht entzündlich hoch. Mhm. Aber ständig kreist dieser Botenstoff Rantes im System. Habe ich denn noch andere Herde in meinem Körper drin, wo Rantes drin ist? Naja, wenn man jetzt so eine chronische Blinddarmentzündung hätte, spielt Rantes auch eine Rolle. Was sagt denn jetzt die Schulwissenschaft zum Thema Rantes? Naja, die Schulmedizin weiß, und ich kann jedem, vielleicht gehen wir auf dieses Schema, genau, wunderbar. Die Schulmedizin beschäftigt sich sehr intensiv mit Rantes. Ja. Jeder kann dieses Spielchen selber machen. Mhm. Das heißt, du leidest jetzt angenommen unter Prostatakrebs, dann gehst du auf Google Scholar. Google kennt jeder. Ja. Google Scholar ist die Wissenschaftsdatenbank von Google. Und dann gibst du ein in diese Suchmaschine Prostatakrebs und Rantes. Also am besten Prostate Cancer und Rantes. Mhm. Und dann zeigt dir hier Google Scholar, da in der Mitte ist Prostatakrebs, dann kriegst du, dann spuckt dir Google Scholar sage und schreibe 3480 wissenschaftliche Publikationen aus, die nur diese beiden Begrifflichkeiten, Google ist ja eine dumme Suchmaschine, nicht? Die nur diese beiden Suchbegriffe verbindet, Rantes und Prostatakrebs. Okay, also das ist ja ziemlich heftig. Das heißt, eigentlich müsste jeder, der irgendwie mit Prostatakrebs oder mit sonst irgendeiner Erkrankung, die hier aufgeführt ist, untersucht werden nach Rantes-Positionen, oder? Richtig, denn 3400 Wissenschaftler hätten sich nicht die Finger wund geschrieben, sage ich jetzt mal so, nicht, wenn es diese Beziehungen nicht gäbe. Steht aber da noch viel mehr, da ist eine Rheuma mit 6300, richtig. MS mit 5000, Brustkrebs 3700. Also es ist immer dieses Rantes im Spiel im Zusammenhang mit einer bösartigen Erkrankung. Richtig. Das heißt, viele oder praktisch alle Fachgebiete in der Medizin kümmern sich irgendwo um dieses Rantes. Und wenn du jetzt nach oben gehst, dann siehst du die beiden roten Zahlen. Ja. Das heißt, wenn du jetzt bei Google Scholar eingibst Jawbone, also Kieferknochen und Rantes, dann kriegst du nur ungefähr 30 Publikationen und da ist die Hälfte von uns. Also es ist noch in den Kinderschuhen im Bereich Kieferorthopädie im Zusammenhang mit Rantes in der Forschung. Aber ich sage jetzt mal auch hier unten, wenn ich einen Brustkrebs anschaue, wo es so viele Studien gibt, wird denn dort eigentlich schon therapeutisch dieses Rantes gesucht, wenn jemand Brustkrebs hätte? Naja, das ist eine sehr gute Frage. Warum schreiben jetzt über Brustkrebs, wie viel sind es? 5000 Wissenschaftler, warum machen sich die Mühe mit Rantes? Die Idee ist einfach die. Die Medizin, also die pharmakologisch orientierte Medizin, sucht eine Pille, die Brustkrebspatientin einwirft, dann die Rantes-Produktion senkt und damit den Brustkrebs einer Heilung näher bringt. Ah, das verstehe ich jetzt aber auch wieder, weil das ist ja auch legitim, muss ich so sagen. Ich meine, es ist ein Business, Pharmazie, das ist ein Business und dass die jetzt nicht einfach sagen, nehmt einfach das Rantes raus und das Problem ist erledigt, das ist für mich völlig logisch. Sie müssen ja etwas entwickeln, wo dieses Rantes reduziert, aber sie auch was verdienen. Richtig. Also ist legitim. Richtig. Aber die wirkliche Therapieform wäre, das Rantes rauszunehmen. Ja, das ist jetzt unsere moralische Legitimation. Aber das stimmt, was ich sage, oder? Klar, das muss raus. Absolut. Die Wissenschaft forscht an einem Anti-Rantes-Mittel. Mhm. Gibt es teilweise schon. Aber dieses Zytokin-Geflecht, dieses Entzündungsbotengeflecht im Körper, ist so kompliziert, dass sie bisher bei Mäusen Erfolge haben, aber nicht bei Menschen. Da funktioniert es. Wenn ich noch was zurückgehe zu dieser Folie da, meine, hier drin habe ich diese Entzündung drin. Wie soll jetzt das, was tief im Unterkiefer ist, durch ein Medikament neutralisiert werden können? Es ist doch immer noch da. Ja, naja, wir Zahnärzte haben jetzt die Chance zu sagen, okay, wenn wir eine Rantesquelle im Kiefer finden, dann haben wir jetzt bei Brustkrebspatienten, bei Prostatakrebspatienten, bei
du hast noch die Multiple Sklerose erwähnt, ja, haben wir die moralische Berechtigung, bei diesen Patienten diese Krankheitsquellen zu entfernen? Ob wir jetzt die Krankheit dadurch heilen, wissen wir nicht. Aber wir nehmen auf alle Fälle eine bekannte Induktion dieser Krankheit. Die nehmen wir weg. Es kann aber auch sein, wenn ich das Rantes schon rausnehme, hier, was möglicherweise da ist, muss ja nicht bei jedem so sein, dass ich hier eigentlich eine chronische Krankheit nicht mal überhaupt entstehen lassen kann. Also möglicherweise bin ich in der Prävention. Das, ganz genau, das wäre natürlich das Ideale, der präventive Aspekt. In der Regel, und so läuft meine Praxisklinik eben seit 40 Jahren, wir bekommen dann die Kranken. Ja, logisch. Nicht? Uns schieben sie dann die MS-Kranken rein im Rollstuhl oder die ALS, also die amyotrophe Lateralsklerose, wenn die Leute schon nicht mehr reden können und mit dem iPad kommunizieren müssen, oder die Rheumatiker, wenn die Gelenke so sind. Das ist ein bisschen spät, denn ich heile nicht die Krankheit. Ich heile keinen Brustkrebs. Mhm. Ich bin Zahnarzt. Aber du nimmst deinen Herd raus. Richtig. Ich nehme eine Information, einen ständigen Trigger weg, der über den Zeitraum von 10, 15 Jahren unerkannt im Kiefer liegt und zur Brustkrebsentwicklung, zur MS-Entwicklung beiträgt. Schönes Beispiel. Wenn du dich in einen Reißnagel setzt im Büro, dann spüre ich den, ja. Dann spürst du den, aber du stirbst nicht dran. Das macht gar nichts. Wenn du aber 10 Jahre auf diesem Reißnagel sitzen müsstest, dann würdest du irgendwann einmal verrückt werden, nicht? Mhm. Weil ständig dieser Peak da ist. Mhm. Und so muss man sich das vorstellen. Ich möchte nochmals zum Thema Rantes. Wenn ja schon wissenschaftlich bekannt und klar ist, dass dieses Rantes in Zusammenhang steht mit schweren Erkrankungen, ist es hauptsächlich hier und im Blinddarm, wo sich solches Rantes bilden kann? Oder wie finde ich das Rantes in meinem Körper? Rantes ist natürlich ein körpereigener Stoff. Der Körper macht nichts Sinnloses. Mhm. Also hat Rantes einen Zweck. Mhm. Wenn du dich mit dem Messer in den Finger schneidest, dann hast du eine Wunde. Und dann sorgt Rantes dafür, dass Lymphozyten und Leukozyten in dieses Wundgebiet heran geschleppt werden. Rantes ist ein Schlepper. Und wenn die Wunde dann geheilt ist, dann brauchen wir den Schlepper nicht mehr. Dann geht Rantes wieder weg. Ja. Das heißt, im gesunden Organismus, nicht traumatisierten Organismus, hat Rantes keine Funktion. Mhm. Da ist es sinnlos. Aber dort, wo ständig eine Entzündung ist, ist es auch ständig da. Genau. Ich vergleiche es immer mit der Feuerwehr. Nicht? Die freiwillige Feuerwehr, die kommt, wenn es brennt. Ja. Wenn es nicht brennt, steht der LKW in der Garage. Mhm. Es wäre völlig sinnlos, wenn der LKW jetzt, ohne dass es brennt, ständig im Dorf rumfährt. Da gibt es nur Probleme. Mhm. Und so ist es beim Rantes auch. Weil die freiwillige Feuerwehr Rantes chronisch da sitzt und chronisch im Körper rumfährt, gibt es irgendwo entzündliche Entgleisungen. Dann aber nochmals die Frage, muss ich dann irgendwie einen Ganzkörpercheck machen, um herauszufinden, wo sind diese chronischen Entzündungsherde, wie finde ich die, wo dann eigentlich dieses Rantes sich kumuliert befindet? Naja, wir Zahnärzte, und das ist eben so meine Aufgabe, nicht, die ich mir gestellt habe, weil das Röntgenbild, und man sieht es ja schön auf dieser Aufnahme zum Beispiel, weil die Röntgenbilder eben völlig einwandfrei sind, ja. Aber wenn man dann doch den Kiefer aufmacht, sieht man, da wo wir diese weißen Kontrastmittel eingebracht haben, genau, sieht man den Umfang der Knochenerweichung. Also hier oben ist ein Röntgenbild. Ja, der Knochen sieht gut aus. Ja. Und wenn wir aufmachen, ist trotzdem, obwohl das Röntgenbild gut ausschaut, eine Riesenfläche, ein Riesenvolumen mit fettigem, erweichtem Material gefüllt. Das höre ich immer wieder, da hat unser Arzt auch immer gesagt, und jetzt sagen Sie bitte dem Zahnarzt, er soll aufschneiden und reinschauen. Und genau. Er sagt immer wieder, nee, ist alles gut, da ist nichts. Nein. Mal schneiden Sie es auf, und dann schneidet er auf und der Eiter fliegt Ihnen entgegen, oder? Ja, Eiter ist es nicht, okay, aber diese fettige Matsche. Und wie du ganz richtig sagst, es ist manchmal so weich, ja, das fließt uns entgegen. Es ist nicht nur fettiges Material, es ist oft auch eine fettige Suppe. Okay. Mit und das Fettaugen ist hier drin. Oben drauf. Und das sieht man nicht über das Röntgenbild, sondern?
Naja, das ist jetzt, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir brauchen ein Gerät, das diese fettige Degeneration im Kiefer objektivierbar nachweist. Mhm. Und das ist jetzt unser Ultraschallgerät. Mhm. Und mit diesem Ultraschall sieht man das, diese Taschen? Naja, wie gesagt. Also ich meine, es ist eine kleine Sache, wenn mein Zahnarzt hier schnell einen Ultraschall macht, unten und oben durch und sagt, richtig, das ist alles bestens, also, oder? Der große Vorteil von Ultraschall ist, es ist nicht ionisierend. Richtig. Nicht jeder Röntgenstrahl ist schädlich. Ist ionisierend. Ja. Und man hat das kapiert mit Hiroshima, mit den Atombomben, nicht? Hat man plötzlich festgestellt, hoppla, die Leute werden ja irgendwann einmal krank. Ja, warum? Ja, auch dazu mal mit den Füßen, wo man sich da modern diese Füße ausgemessen hat. Oder? Schlimm. Es ging 50 Jahre, bis es verboten wurde. Ja. Schlimm. Für mich als Kind war das noch ein Erlebnis, immer die eigenen Zehen bewegen zu sehen in diesen Salamandergeräten da, nicht? Und das ist jetzt der Punkt. Der chronisch Kranke, ja, hat ja schon ein beschädigtes Immunsystem. Jetzt röntgen wir den nochmal, nicht? Und zu mir kommen Patienten, die haben sage und schreibe, die Maximalpatientin hatte 8 Kilogramm Röntgenbilder dabei. Und nie sieht einer was. Mhm. Deshalb drehen wir den Spieß um. Mhm. Der chronisch kranke Patient wird erst mit einer unbelastenden Ultraschalldiagnostik im Kiefer auf diese Herde untersucht. Und wenn wir da was finden im Ultraschall, dann sagen wir so, jetzt brauchen wir doch noch ein Röntgenbild. Mhm. Weil wir müssen wissen, wo wir schneiden, wo schneiden wir und so weiter und so weiter. Ja. Ich gehe noch schnell die Folien durch. Im Schnellverfahren, du sagst einfach Stopp. Wenn ja, Stopp. Hier sieht man sehr schön diese Matsche. Wenn du nochmal zurückgehst vielleicht bitte, dann ist es auch wieder hier so ein Oberkiefergebiet. Mhm. Das ist jetzt ein an sich sehr genaues digitales Röntgenbild, ein dreidimensionales. Mhm. Hier kann man überhaupt nicht entscheiden, ist da jetzt so ein Ding drin oder nicht. Sieht völlig normal aus. Und trotzdem haben wir dort hier 4300 Pikogramm Randes im Gegensatz zu 150. Also man sieht es einfach nicht im Röntgenbild. Der Zahnarzt ist im Blind. Quasi. Richtig. Wir vertrauen, wir Zahnärzte werden so erzogen, dass wir auf die falsche Technik vertrauen. Mhm. Und diese Lücke, diese Anwendungslücke und diese diagnostische Lücke deckt unser Ultraschallgerät Cavitao. Mhm. Warum Cavitao? Cavitations. Wir decken Cavitations auf, die als Randesquelle drin sitzen. Tau heißt transalveoläre Ultraschalldiagnostik. Warum transalveolär? Weil das war genau unser technisches Problem. Den normalen Ultraschall, den würde sofort die äußere dichte Kiefer, Kieferknochen sofort reflektieren. Und wir würden nicht in den Kiefer reinsehen. Mhm. Der Gynäkologe sieht das Baby, weil da reflektiert nichts. Nur das Baby reflektiert. Ja. Aber die Bauchhaut reflektiert gar nichts. Mhm. Das ist der Vorteil von denen. Und deshalb unsere Entwicklung, Empfänger innen im Mund, Sender außen an der Backe und dann strahlen wir durch den Kieferknochen durch mit unseren Ultraschallwellen. Klar. Und das Gerät ist so eingestellt, dass wir genau in der Mitte sehen, wenn du vielleicht nochmal auf den Anfang zurückgehst, wo dieses, nochmal weiter zurück, nochmal, jetzt nochmal das da, dieses Bild, dann sehen wir hier wieder hier unten ein Röntgenbild, ein Weisheitszahngebiet, völlig einwandfrei. Mhm. Kein vernünftiger Zahnarzt würde da rumschnippeln. Mhm. Wir tun es trotzdem. Warum? Weil wir im Ultraschall sehen, rot heißt, da brennt's. Ganz einfach. Grün ist gut. Das heißt, beim Zahn 3-7, bei dem letzten Backenzahn, der ist völlig in Ordnung, der bleibt drin. Mhm. Aber hinten im Weisheitszahngebiet, bei dem Gebiet 3-8, wo du jetzt bist, oder 3-9, ist rot. Das ist ja eindrücklich. Also rot ist die verminderte Knochendichte, ist die Randesquelle. Also nochmals. Es gibt ja so viele chronisch kranke Menschen, die eigentlich immer noch im Dunkeln tappen und ihre Ursachen nicht finden, was wirklich die Herde sind, die letztendlich das ganze System eigentlich umgeworfen hat. Die wären eigentlich sehr gut bedient, jetzt zu ihrem Zahnarzt zu gehen und sagen, lieber mein Zahnarzt, mach eine Cavitao-Ultraschalluntersuchung bei mir. Ich möchte wissen, ob ich hier irgendwelche, Randesherde. Ob ich irgendwelche Randesherde habe, oder? Richtig. Die mich chronisch krank machen, die Entzündungen bei mir induzieren.
in den Gelenken, da habe ich Rheuma. Entzündungen in der Nervenscheide, dann kriege ich Multiple Sklerose oder ähnliche Symptome. Entzündungen in der Brustdrüse, Entzündungen in der Prostatadrüse. Wo es einen erwischt, hängt natürlich von der DNA ab, von der Ernährungsweise, nicht von der Lebensweise. Also es ist ein bisschen schockierend, dass das noch nicht gemacht wird, ehrlich gesagt. Ich würde das jetzt auch erwarten, dass der Zahnarzt das macht. Wenn ich ja schon mich ihm offenbare und eigentlich sage, saniere, schau, was los ist, das ist doch eine Präventionsvorsorge auch bei gesunden Menschen. Richtig. Ich selbst hatte auch mal so ein Erlebnis. Ich hatte irgendwie alle Monate mal, war ich mal mit dem Augensehnerv blind, irgendwie eine Stunde. Und das war einfach so, ich habe damit gelebt. Immer wieder eine Stunde im Monat war ich blind. Und eines Tages hat mein Knie angefangen zu schwellen. Ja. Ja, ich musste notfallmäßig operieren, man hat nichts herausgefunden. Ja. Unser Arzt hat gesagt, das ist doch dieser tote Zahn, wir haben ihn gezogen und die Sache war erledigt. Richtig. Aber da müsste ja wahrscheinlich auch noch Rantes da sein. Naja, wenn der Kollege das richtig und schön gemacht hat, was er offensichtlich getan hat. Aber hat keinen Ultraschall gehabt, er hat diese Untersuchung nicht gemacht. Ja, gut. Nur Röntgen. Aber er weiß, und das ist ja eigentlich eine uralte Geschichte, dass diese toten Zähne, die wurzelgefüllten Zähne, auch Entzündungen auslösen im Kieferknochen. Und er hat die offensichtlich nicht nur den Zahn gezogen, sondern er hat auch diese Wunde so hingekriegt, dass sie ohne Entzündungsreiz weiterhin jetzt ist. Und darum war dein Knie dann besser. Ja, wir hat es 3 Jahre lang, haben wir es offen gelassen, also langsam ausgeheilt und alles. Wir haben schöne Berichte von wirklich Weltklasse-Fußballern, wo das genauso war. Ein toter Zahn raus und das Knie funktioniert wieder. Also bei denen geht es schneller wie bei dir, weil die besser im besseren Zustand sind. Und das ist also... Mir rennt die Zeit davon, aber wenn ich jetzt nur wieder auf die chronisch Kranken gehe, Leute mit Brustkrebs, mit Prostatakrebs und, die müssten jetzt wirklich einen Termin beim Zahnarzt machen, sagen, bitte Zahnarzt, untersuch mich. Das wäre unser Ziel und unser Wunschtraum. Ja. Und der zahnärztliche Kollege würde wissen, an dieses Phänomen hier, das ja wissenschaftlich belegt ist, das ist nicht meine Idee, bitte, komme ich wie ran? Nicht mit Röntgen, aber mit dem Ultraschallgerät kam ich drauf. Und die Wissenschaft ist eindeutig, dass dieses Rantes im Zusammenhang steht mit diesen chronischen Krankheiten. Ja, also ich habe nicht, bei Brustkrebs habe ich nicht 5000 Abstracts gelesen. Brustkrebs, da 3750 Wissenschaftler. Ja, das ist die Metastasierung. Ja. Ich darf das nochmal kurz einflechten, wenn wir die Zeit noch haben. Primärtumor, okay, ist keine angenehme Diagnose. Aber metastasieren darf Das ist noch schlimmer. Und jetzt gibt es Arbeiten, zum Beispiel in Nature. Nature ist eine Fachzeitschrift. Wenn man dort publizieren darf, ist man nah am Nobelpreis. Mhm. Arbeit heißt, die Brustkrebs-Stammzellen, die keine Operation erwischt, keine Bestrahlung, keine Chemotherapie, die werden zur Metastasierung gebracht durch Rantes. Rantes ist der Schalter, der die Brustkrebs-Stammzellen zur Metastasierung bringt. Das heißt, jede Brustkrebspatientin sollte eigentlich auf dieses Rantes untersucht werden, denn metastasieren darf es nicht. Am Primärtumor stirbt keine Frau, aber an den Metastasen. Gibt es irgendwo eine Plattform, wo sich unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder noch viel besser unsere Zahnärzte, die hoffentlich jetzt ganz reichlich auch zuschauen, sich informieren könnten? Ja, es gibt also zwei wunderbare Websites. Einmal Kavitao, www.kavitao.de, ganz einfach. Und wir haben auch, und da wird man dann weitergeleitet, wir haben eine Therapeutengesellschaft gegründet, die heißt ICOSIM, International College of Maxillomandibular Osteoimmunology. Ich sag's nicht nach. Ja. Maxillomandibuläre Osteoimmunologie soll eigentlich nur heißen, der Knochen hier ist nicht nur ein Knochen, damit wir kauen können, sondern der Knochen hat intensive Beziehungen zu unserem Immunsystem. Wenn es nicht funktioniert, kann das Endstadium sein. Schlimmstenfalls ruft man noch dich an, aber du bist sicher schon voll. Ich weiß ja, dass du Vorträge machst auf der ganzen... Man darf gerne E-Mails schicken und so weiter, das ist kein Problem. Meine E-Mail-Adresse ist simpel, dr für Dr. Lechner, einfach Dr. Lechner, ohne Punkt und Komma, @aol.com.
Lieber Hans, ich bedanke mich ganz herzlich für diese entscheidende, wegweisende Sendung, die ich mit dir machen durfte. Ich finde dieses Zusammenhang und aus der Wissenschaft zu diesem Rand des unglaublich wichtig. Ich war mir dessen nicht bewusst und hoffentlich auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nutzen Sie doch bitte die nächste Gelegenheit, wenn Sie wieder eine Standarduntersuchung haben bei Ihrem Zahnarzt, dann mögen Sie doch bitte über das Ultraschall diese Randesherde mal aufspüren. Ich hoffe, Sie haben natürlich auch keine, aber wenn etwas da wäre, dann haben wir heute ganz klar auch gehört, dass diese Dinge nicht gut sind für und nicht unsere Gesundheit förderlich, sondern diese Dinge müssen raus. Und auch wenn optisch alles gut aussieht, es ist ein Herd. Ja, ich bin ein bisschen schockiert. Danke ganz herzlich. Danke auch. Ihnen auch. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.